Judy war ein hübsches Mädchen. Schon als Kind verdrehte sie den Jungs in ihrem Alter den Kopf. Sie liebte es, mit ihnen zu spielen. Ihr Lieblingsspiel war Verstecken und Verkleiden. Damit ärgerte sie die Jungs am meisten. Denn Judy war die Beste. Keiner fand sie, wenn sie es nicht wollte. Und keiner verkleidete sich so geschickt wie sie. Auch 20 Jahre später ist Judy immer noch die Beste im Verstecken und Verkleiden. Und sie ärgert immer noch die Jungs. Einen treibt sie damit fast in den Wahnsinn. Er ist Polizist. Und Judy die cleverste Einbrecherin der Vereinigten Staaten. Geniale Coups. Folge 6. Die mit den Jungs spielt. Judy Amar wuchs in den 70ern in Arkansas auf. Ihr Leben auf dem Land war nicht besonders spannend. Felder, Landwirtschaft und die Jungs. In der Pubertät hatte Judy mehrere Freunde. Der letzte schwängerte sie. Aber Judy wollte keine Kinder. Sie wollte sich nicht binden. Sie wollte Abenteuer. Also zog sie aus. Ihr neugeborener Sohn blieb bei ihren Eltern in Arkansas. Judy ging nach Florida. Sie war 17 und lernte in Miami schnell neue Leute kennen. Sie wurde mit jedem Jahr hübscher und liebte es noch immer, den Jungs die Köpfe zu verdrehen. Aber noch mehr liebte sie Gucci und Prada. Aber Luxus ist teuer. Da traf es sich bestens, dass ihr neuer Freund gut verdiente. Womit er sein Geld machte, erfuhr Judy erst, als er sie um Hilfe bat. Sie sollte ihn zu einer Adresse fahren und draußen vor dem Haus im Wagen warten, bis er wieder rauskam. Mit seiner Beute. Judys Freund war Einbrecher. Leider kein besonders guter. Bald saßen die beiden auf einem Polizeirevier. Wegen Mangel an Beweisen durften sie wieder gehen. Darauf traf Judy zwei wichtige Entscheidungen. Sie trennte sich von ihrem Freund und beschloss, Einbrecherin zu werden. Die Beste des Landes. Mitte der 80er gab es einen sprunghaften Anstieg der Kriminalität in Miami. Schuld war das Kokain, das die Stadt durch immer neue Kanäle überschwemmte. Die Reichen zogen in die Vororte und mit ihnen ihr Geld. In gated communities, bewachten Wohngebieten für die oberen 10.000, verschanzten sie sich in ihren Villen. Judy wusste, hier würde sie zuschlagen. Das ging aber nur mit perfekter Planung. Also besorgte sie sich Kataloge und Exposés der Häuser, die in den Communities standen. Sie gab sich als Kaufinteressentin aus, flirtete mit Maklern und verschaffte sich einen kompletten Überblick über den Immobilienmarkt in Miamis Upper Class. Neben Beschreibungen, Fotos und Plänen sämtlicher Gebäude lieferten die Makler auch die Grundrisse mit. Hier war alles erkennbar. An welcher Seite sind wie viele Fenster und Türen? Wo verlaufen Wände? Wo Leitungen und wo die Elektronik? Irgendwann kannte Judy die Häuser mindestens so gut wie die Architekten, die sie bauten. Sie war bereit und begann ihre Beutezüge, die ihr Schmuck, Markenkleidung und Kunst im Gesamtwert von 6 Millionen Dollar einbringen sollten. Ihr Meistercoup in einer Villa im exklusiven Wohngebiet Boca del Mar brachte ihr alleine 250.000. Aber der Tag des Einbruchs wurde gleichzeitig zum Wendepunkt ihrer Karriere. Detective Ron Tomassi liebt seinen Job als Polizist. Er dient seinem Land und das macht ihn stolz. Seine Mission ist es, böse Jungs zu fangen. Das kann er gut. Im Moment ist er einer Diebesbande auf der Spur, die reiche Villen in gated communities knackt. Die Diebe sind überraschend effektiv und wie Phantome. Judy kennt die Villa in- und auswendig. Sie weiß, wann der Besitzer das Haus verlässt und sie weiß, wann er wieder zurückkommt. Damit beginnt Phase 2. Judy öffnet den Schrank ihres Zimmers und steht vor ungefähr 30 Perücken. Kurze, braune, schwarze, rote, lange, gelockte, glatte und blonde. Für jeden Einbruch eine neue Frisur. Für heute wählt Judy rot gelocktes Haar. Dazu einen schicken Hosenanzug und High Heels. Die Handtasche? Gucci. Judy sieht aus wie eine Geschäftsfrau, eine reiche Millionärsgattin oder eine Maklerin. Es kann losgehen. Sie mietet sich ein Auto, das sie bar bezahlt, Judy wechselt ihren Wagen jede Woche und fährt so lange durch die Straßen um Boca del Mar, bis sie das Polizeiauto sieht. Im Wagen sitzt Detective Ron Tomassi mit seinem Partner. Die beiden fahren Streife und halten dabei immer Ausschau nach den Dieben, die die Gegend unsicher machen. Judy verfolgt die beiden so lange in sicherem Abstand,
bis sie Pause machen. Und während die Cops im Diner ihre Bestellung aufgeben, gibt Judy Gas. Sie weiß, ab jetzt hat sie circa 30 Minuten. Am Eingang der Gated Community winkt sie dem Wachmann zu, er kennt sie bereits vom Sehen. Vor der Villa parkt sie, steigt aus und geht zum Eingang. Die Tür liegt nach hinten versetzt in einem Windschacht. Von der Straße ist sie so nicht einzusehen. Judy knackt das Schloss mit einem Schraubenzieher und weiß von der Beschreibung im Exposé, bis die Alarmanlage schrillt, hat sie eine Minute. Im Schlafzimmer füllt Judy einen Kissenbezug mit ihrer Beute. Schmuck, Juwelen und Designerkleidung im Wert von zigtausend Dollar. Judy wirft die Beute in ihren Wagen, aber anstatt zu flüchten, denn inzwischen schrillt die Alarmanlage sehr laut, läuft sie nochmal ins Haus. Auf dem Weg nach draußen hat sie eine goldene Statue gesehen, die will sie haben und sie holt sie sich. Aber das wird ihr fast zum Verhängnis, denn auf dem Weg zurück nach draußen begegnet sie dem Mann, dem die Statue gehört. Judy springt an dem verdutzten Hausbesitzer vorbei in ihren Wagen und rast davon. Detective Ron Tomassi kann es kaum glauben, als der Bestohlene ihm die Täterbeschreibung gibt. Eine Frau? Er erinnert sich an einen sehr alten Fall vor einigen Jahren. Ein Diebespärchen. Aus Mangel an Beweisen durften sie wieder gehen. Tomassi findet das Foto und den Namen. Judy Amar. Laut der Beschreibung des Mannes hat sie heute rote Haare. Tomassi, der Macho, hat schon vieles erlebt in seiner Laufbahn als Bulle. Aber eine Frau verarscht ihn nicht. Das schwört er sich und allen seinen Kollegen. Judy unterdessen ist wie im Rausch. Sie will mehr, also macht sie weiter. Noch am selben Tag bricht sie in die nächste Villa auf ihrer Liste. Aber dieses Mal wird ein Polizist misstrauisch, als er an der Villa vorbeifährt. Er ruft seinen Kollegen, Tomassi. Durch das Küchenfenster entdeckt Judy die Polizisten, die das Haus umstellen. Sie sitzt in der Falle. Aber anstatt sich zu ergeben, spielt sie ihr Lieblingsspiel. Jungen ärgern und verkleiden. Sie nimmt ihre Perücke ab und ist ab jetzt blond. Durch den Hintereingang verlässt sie die Villa, verschafft sich Zugang zum Haus nebenan und findet dort in der Küche einen Autoschlüssel. Tomassi rast währenddessen vor Aufregung das Herz. Jahrelang hat er in der Einbruchserie ermittelt. Jetzt ist er kurz davor, die Diebin zu fassen. Während er das Haus fixiert, indem er die rothaarige Judy Amar wähnt, tritt er zur Seite, um einem Wagen Platz zu machen, der vom Nachbargrundstück will. Am Steuer sitzt eine schöne blonde Frau und nickt ihm höflich zu. Tomassi grüßt freundlich zurück, lässt den Wagen durch und ärgert sich viel zu spät wie ein kleiner Schuljunge über Judys Fangmichspielchen. Und er hat lange Zeit, sich zu ärgern. Denn Judys Versteckspiel dauert 16 Monate. 16 Monate, in denen Tomassi alles versucht, um sie zu finden. Vergeblich. Auch ihre Familie in Arkansas kann ihm nicht helfen. Tomassi verzweifelt. Er steigert sich hinein in den Fall und macht es sich zur Lebensaufgabe, Judy zu schnappen. Aber die Aufregung ist zu viel für den eifrigen Polizisten. Er leidet einen Herzinfarkt. Erst Wochen später entlässt die Klinik den angeschlagenen Polizisten. Die Ärzte empfehlen, sich noch ein wenig zu schonen. Doch ein Anruf reißt Tomassi aus der Bettruhe und lässt sein krankes Herz vor Freude hüpfen. Judy wurde in einem Motel in Miami entdeckt. Tomassi springt aus dem Bett und rückt aus. Mit ihm Scharfschützen und SEK. Er will auf Nummer sicher gehen. Nochmal entwischt sie ihm nicht. Und tatsächlich. Das Motelzimmer ist bis unter die Decke gefüllt mit Diebesgut, Perücken und Judy. Ihr letztes Spiel verliert die schöne Diebin. Tomassi und sein Herz beruhigen sich nach Judys Verhaftung. Sie wird zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Seitdem Judy wieder freigelassen wurde, hilft sie Hausbesitzern dabei, ihr Zuhause gegen Diebe abzusichern. Sie ärgert wieder Jungs. Nur dieses Mal die Bösen.